Hallo an das Kollektiv der Löwen und diejenigen, die den Löwen im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia. Ich darf jetzt für dich die Karten ziehen zum Thema Beruf und Berufung für den März 2022. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich nutze jetzt in erster Linie die große Arkane-Karten. Werde im Nachhinein noch mal ein paar Karten auch klären mit der kleinen Arkana und will sagen, wir starten jetzt mit der Hauptenergie für die Löwen zum Thema Beruf und Berufung für den März. Also, was ist die Hauptenergie für die Löwen zum Thema Beruf und Berufung im März? Die Hauptenergie zum Thema Beruf und Berufung für die Löwen im März. Und auch hier zeigt sich standardgemäß wie für alle Legungen tatsächlich das Schicksalsrad. Nicht, dass jede Legung das Schicksalsrad hat, aber jede Legung hat definitiv... Oh, wow! Hier ist gerade eine... Wir haben gerade extrem krassen Sturm wieder und es ist gerade eine Gruppe an Krähen hier rüber geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Vielleicht ist es auf der Aufnahme drauf. Ja, also das Kollektiv geht im Moment tatsächlich durch Veränderungen, berufliche und Berufungsveränderungen durch und das sehen wir hier auch. Also die Hauptenergie für dich ist tatsächlich eine Veränderung, was deinen Beruf angeht oder auch was deine Berufung angeht. Lass uns mal schauen, worauf du fokussiert bist. Ja, und da kommt jetzt deine eigene Karte. Vielleicht bist du aktuell sehr auf dich persönlich fokussiert hier, ne? Die Stärke ist deine Karte, das ist die Karte des Löwens und es kann sein, dass du dich gerade vermehrt um dich selber kümmerst, dich mehr auf dich selbst fokussierst, auf deine Talente, auf die Dinge, die dir liegen, wo du wirklich, was deine Stärken sind, ne? Es kann zusätzlich sein, dass das, was du gerade übst, auch, dass du dich gerade darin übst, eine innere Kraft und Stärke zu haben, weil es sein kann, dass es vielleicht ein paar Herausforderungen hier gibt oder dass diese Veränderungen auch mit Herausforderungen kommen, wo es für dich wichtig ist, eine innere Kraft und Stärke und so eine Widerstandsfähigkeit zu haben, um quasi da durchzugehen und um die Herausforderungen mutig entgegenzutreten und zu überwinden. Und das könnte ebenfalls damit gemeint sein, mit der inneren Kraft und der inneren Stärke hier quasi durch diese Veränderungen zu gehen. Und vielleicht gibt es irgendwas, was du tust, um dir selber mehr Stabilität und Halt zu geben, also mehr in die innere Kraft zu kommen und eine innere Stabilität hier auch zu bekommen, habe ich das Gefühl. Plus, ich meine, das eine schließt das andere nicht aus, dass ich das Gefühl habe, du fokussierst dich jetzt wirklich ein bisschen mehr auf dich selbst und schaust quasi, was so deine, wie sagt man, deine Gaben sind, was deine Stärken sind. Was in der Vergangenheit spielt eine Rolle hier im Kollektiv der Löwen? Was in der Vergangenheit spielt eine Rolle im Kollektiv der Löwen? Da haben wir den Hierophanten und der Hierophant ist Gottvertrauen. Die geistige Welt hat dir hier in der Vergangenheit, habe ich das Gefühl, Möglichkeiten und Chancen gegeben für eine Veränderung, wo ich das Gefühl habe, das nimmst du jetzt wahr. Es kann sein, dass das auch die Karte ist, die dich quasi präsentiert, wo du in der Vergangenheit bereits sehr im Vertrauen auch warst, was eine geistige Führung angeht oder den Seelenplan angeht. Hin und wieder kann es hier um eine Partnerschaft gehen. Ja, der Hierophant kann für eine Ehe gehen, aber dementsprechend sehe ich hier nicht nur die Ehe oder Partnerschaften darunter, sondern auch Verträge. Und vielleicht bist du in irgendeiner ganz besonderen Partnerschaft, in einer Teamarbeit, wo jetzt sich eine Veränderung manifestiert oder was heißt manifestiert, die passiert jetzt, ja, aber wo es mehr darum geht, dass deine eigenen Stärken und dass du selber noch mehr in den Vordergrund rückst, das könnte hier tatsächlich etwas sein. Aber sowohl das Schicksalsrad als auch der Hierophant fühlt sich an, sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart ist grundsätzlich sehr schicksalhaft, ist sehr geführt von der geistigen Welt. Ich habe das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg. Lass uns mal schauen, was sich hier in naher Zukunft zeigt. Was ist die Energie, die sich zeigt in naher Zukunft? Und da haben wir Glück und Erfolg. Ich würde mal sagen, vielleicht nicht geradlinig, aber jetzt, sage ich mal, vom jetzigen Standpunkt habe ich das Gefühl, auf geraden Wege zum Erfolg und zum Glück. Wir sehen hier die Sonne. Auch die Sonne ist witzigerweise, die Sonne regiert den Löwen. Ist das nicht krass? Also zwei Karten in der Löwelegung von vier Karten.
die dich selber präsentieren, weil die Sonne eben dein, ja, dein Ruler ist, dein, wie sagt man das, die dich regiert, genau, und die Stärke eben ebenfalls für dich steht. Und das finde ich spannend, dass ich das Gefühl habe, ja, du fokussierst dich jetzt mehr auf dich und das wird auch hier mehr zutage kommen dann in der nahen Zukunft. Und ich habe das Gefühl, dass du sehr erfolgreich sein wirst mit dir selbst. Sprich mit dem, was deine Kraft und Stärke ist. Du stehst mehr im Vordergrund, du stehst mehr im Licht, du wirst mehr gesehen. Und das ist gefühlt die Veränderung, die ich hier wahrnehme. Auch wenn wir uns mal den Hierophanten anschauen, der ist jetzt im Innen, tun die Hierophanten in der Regel immer. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, als ob du so ein bisschen im Schatten standest und dass es jetzt für dich dahin geht, dass du mehr gesehen wirst. Lass uns mal schauen, was Doreen Virtue dazu sagt und das Lebensorakel der Engel. Ich habe im Übrigen die Karten, die ich im Moment nutze, dir alle unter dieses Video geschrieben in die Infobox. Da kannst du also gerne mal schauen, wenn dich das interessiert. Nicht nur die Karten, die ich jetzt in dieser Legung benutze, sondern auch Karten, die ich aktuell gerade sehr gerne und häufig benutze. Welche Zusatzbotschaft haben wir für das Kollektiv der Löwen für den März zum Thema Beruf und Berufung? Welche, hoppala, nee, Moment. Ja, okay, sie hat sich umgedreht. Ich möchte noch eine weitere ziehen. Du siehst schon die erste mit dem Vertrauen. Aber ich möchte noch eine weitere Karte ziehen. Ich habe das Gefühl, es kommt noch eine für euch. Und da haben wir die nächste. Okay. Fangen wir mit der Vertrauenskarte an. Vertraue deinen Gefühlen und Träumen, deinen beruflichen Weg zu führen. Und da denke ich, das geht genau um das, was wir hier gerade schon gesehen haben. Es verändert sich bei dir gerade einiges und du wirst mehr im Fokus stehen. Du wirst mehr im Rampenlicht vielleicht stehen und mehr gesehen werden. Und habe Vertrauen nicht nur in deine Gefühle und deine Träume, sondern auch in dich selbst. Das ist das, was ich dir hier sagen möchte. Habe Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten. Also, ja. Nächste Karte, Studium. Lesen, forschen und lernen hilft dir, Selbstvertrauen und Klarheit bezüglich deiner Karriere zu gewinnen. Und auch das habe ich das Gefühl, das gliedert sich hier sehr schön ein in die Legung, weil mit der Sonne und mit der die Sonne und der Stärke, was deine Karte ist und der Löwe in der, ich sage mal, in einer sehr gesunden Essenz. Man macht immer so schöne Witze drüber, ne? So, wo die Löwen sagen, dass sie die Besten sind. Ja, ich bin die Beste, der Beste. Und im allerbesten Fall ist es nicht aus einem egoistischen Hintergrund, sondern aus einem sehr spielerischen Hintergrund, wo man einfach ein großes Selbstvertrauen hat. Die Sonne ist der Solarplexus, das ist der Sitz deiner eigenen Energiequelle, wo du ein großes Selbstvertrauen hast. Und das kommt jetzt hier wieder. Selbstvertrauen haben wir hier wieder. Und hier haben wir das Vertrauen, wo ich gerade schon sagte, in dich selbst. Und das wiederholt sich gerade hier. Also, es ist jetzt für dich wichtig, wirklich das Selbstvertrauen zu gewinnen für deinen weiteren Weg in deiner Berufung oder deinem Beruf. Und es kann sein, dass dir irgendetwas, was du dazu lernst, hilft, das zu bekommen. Vielleicht ist es sogar ein Kurs, den du nochmal belegst, wo du sagst, okay, wenn ich diesen Kurs mache, dann habe ich das Selbstvertrauen. Da aber Achtung, denn manchmal gibt es Menschen, die von Kurs zu Kurs springen, weil sie denken, oh, das noch und dies noch und jenes noch. Und die dann niemals anfangen, weil sie denken, oh, ich bin noch nicht gut, ich muss noch das, noch das, noch das. Das kann eine Selbstsabotage-Technik ebenfalls sein, wo man nicht ins Machen und Tun kommt, sondern sagt, ich muss noch die Ausbildung und das machen. Also bitte verrenne dich nicht in, ich muss noch 1000 Kurse machen, bevor ich irgendwas anfangen kann. Grundsätzlich kann es sein, dass dir aber irgendeine Information hier hilft, Selbstvertrauen oder ein Kurs vielleicht auch wirklich dir hilft, irgendwas, was du dazu lernst, was du liest, dich schlau machst, was dir grundsätzlich hilft, zu sehen, hey, du kannst dir selber vertrauen und vielleicht geht es auch wirklich darum, dass du feststellst, okay, wie machen denn andere etwas und wo du siehst, ah, okay, das kann ich aber auch, ne? Auch das könnte hier sein. Es geht also sehr stark darum, den Fokus wirklich auf dich persönlich und das Vertrauen in dich zu bekommen, hier deinen Weg zu gehen und dein eigenes Licht zu scheinen. Kriegen wir eine Zusatzbotschaft bitte von dem Krafttier-Orakel. Da ist sie! So, was haben wir hier? Sehr süß, du hast das Kaninchen. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit. Also,
Ja, eine fruchtbare Zeit naht jetzt oder ist jetzt für dich im März, wo ich das Gefühl habe, die Dinge, die du angehst, werden vielleicht auch sehr schnell Früchte tragen. Vielleicht vervielfacht sich etwas, vielleicht vervielfacht sich die Arbeit, die du zu tun hast, oder die Finanzen vervielfachen sich. Wir haben hier ebenfalls die Nummer 27. Die 27 ist die Zahl. Vielleicht hat die 27 generell was mit dir zu tun, aber die 27, 2 plus 7 ist 9. Und da kommen wir jetzt zum Eremiten. Und der Eremit, der steht für zum einen das Thema Sinnsuche, nach innen schau, zu gucken, dass du dein inneres Licht findest, und vielleicht erfordert das von dir, dass du dich aus einem gewissen Umfeld abgrenzt, isolierst oder dich ein bisschen zurückziehst und vielleicht ein bisschen in die Isolation gehst, um Verbindung aufzunehmen mit dir selbst, wer du selber bist, was dir Freude bereitet, was dir Energie gibt, was dir Energie gibt, aber auch was dir Kraft zieht. Lerne dich selber kennen. Und ich habe das Gefühl, dass der Eremit hier mit einer wichtigen Botschaft kommt, weil in dem Moment, wo du dich selber kennenlernst und für dich Lösungen findest, kannst du mit der Laterne rausgehen und dieses Licht, diese Lösungen auch für andere als Option scheinen. Ob die deinem Beispiel folgen oder ob sie sagen, okay, es war eine gute Inspiration, aber mein Weg ist noch ein bisschen anders, das ist dann wieder die Aufgabe von jedem Einzelnen. Aber ich habe das Gefühl, dass du tatsächlich auch die Funktion haben kannst eines Lehrers, eines spirituellen Lehrers, auch wenn das nicht das ist in erster Linie, was dein Beruf ist. Habe ich das Gefühl, auf die Art und Weise, wie du etwas vermittelst oder wie du eben in deinem Beruf bist, hast du quasi diesen sehr intuitiven, weisen Rat in dir, den du einfließen lässt. Und die Zahl 9 ist auch die Zahl des, wie sagt man, das Humanitarian, also jemand, der sich sehr für die Menschheit einsetzt, der eine große Liebe für die Menschheit hat. Und das nehme ich hier bei dir auch wahr. Du hast ein großes Herz, eine große Liebe für die Menschheit. Und ich habe das Gefühl, dass du dein Licht, deine Weisheit und deine Seele jetzt sehr zeitnah nach außen scheinen wirst und mehr gesehen werden wirst. Ihr Lieben, ich würde sagen, das ist Teil 1 der Legung. Wir schauen uns jetzt Teil 2 an. Und zwar klären wir jetzt einmal das Jetzt. Und das ist einmal das, worauf du fokussiert bist. Es ist schon recht klar, habe ich das Gefühl, aber wir gehen noch mal ein bisschen tiefer eine Ebene mit den kleinen Arkana-Karten. Wir packen diese Karte zur Seite, weil das ist die nahe Zukunft. Wir schauen uns an deine Blockade oder Herausforderungen. Wir schauen uns deine Superpower an oder das, was dich unterstützt. Wir schauen uns den Tipp vom Universum an, deine Energie und die Energie deines Umfeldes. Ebenfalls klären wir zusätzlich die Sonne, um auch da noch mal mehr Informationen zu bekommen, und schauen auch noch mal eine Karte weiter mit der großen Arkane. Was kommt denn danach? Wenn dich das interessiert, dann folge mir gerne auf Vimeo oder folge mir zu Vimeo, nach Vimeo, ich weiß nicht, wie man es sagt. Unter diesem Video ist die Infobox und der erste Link führt zu Vimeo. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, liken, kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, und wir sehen uns wieder beim nächsten Video hier oder auf Vimeo.